natürlich neugierig. Haarklein, wie ihr euch kennengelernt habt, wann ihr zum ersten Mal... Ich bestehe darauf, dass ihr unter der Sonne von Sizilien heiratet. Na komm, nun mach mal einen Punkt. Das hört sich an, als ob du mich nicht mehr liebst. Vielleicht hast du recht. Ich liebe dich nicht mehr. Kaffee ist jetzt genau das Richtige. Du, was ich dir gestern Nacht gesagt habe, es tut mir leid. Es ist Blödsinn. Ich hatte einfach zu viel getrunken. Ich habe auch ein paar Mal einen zu viel über eine Durst getrunken, aber das hat nicht dazu geführt, dass ich dich nicht mehr geliebt habe. Ich liebe dich doch noch. Das ist doch alles nur wegen diesem blöden Unfall. Ich bin seitdem völlig neben der Spur. Vielleicht hat dir ja dieses Erlebnis die Augen geöffnet. Nach dem Motto, ändere dein Leben, bevor es zu spät ist. Ja, sicher. Der Unfall hat mich nachdenklich gemacht, aber das ist doch normal. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, das hat alles keine Bedeutung. Was meinst du jetzt? Naja, ich denke, unsere ganzen Schulden und die Kinder und so weiter. Vielleicht haben wir uns wirklich ein bisschen zu viel aus den Augen verloren. Na, mein Lieber? Lass das mal nicht nochmal über Faro sehen. Hi, Matthias. Ciao. 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 Jetzt hör aber auf. Man wird dir wohl noch eine schöne Frau andeckeln können, auch wenn man schon eine Freundin hat, oder? Freundin? Also, wenn ich Mama Lobefaro richtig verstanden habe, dann wirst du doch bald unter der Sonne Siziliens deinen Eheschwur ablegen. Blödsinn! Theresas Mutter ist einfach das italienische Temperament ein bisschen durchgegangen. Und so altmodisch ist die Frau auch wieder nicht. Dass sie allen Ernstes glaubt, man müsste schon nach einer zweiwöchigen Beziehung heiraten. Theresa? Die sieht das mit Sicherheit auch nicht anders. War jedenfalls ein Glas Abschiedsfest gestern. Ja, ich glaube auch. Hi. Hi. Ja, ich glaube auch, Mama Lobefaro hat's gefallen. Ja, ist eine klasse Frau. Schade, dass sie nicht länger hier bleibt. Maria weiß, dass sie ihre Krankheit nicht mehr lange verbergen kann. Und sie will, dass Theresa sie so lebensfroh in Erinnerung behält, wie sie eben jetzt ist. Das ist wirklich bitter. Ich fürchte, Maria wird den nächsten Sommer nicht mehr erleben. Tita mia. Amore. Oh. Mamma. Buongiorno, mamma. Buongiorno, bambina mia. Es war wunderschön, dass wir uns noch gestern Nacht so lange unterhalten haben. Du bist nicht nur eine tolle Mutter. Du bist für mich wie die beste Freundin.
Ich wünschte, du würdest nicht schon heute fahren. Sie. Man muss reisen, bevor man zur Last fällt. Aber du würdest mir doch nie zur Last fallen, Mama. Seit du hier bist, ist alles viel schöner. Erst durch dich habe ich Freunde gefunden. Ich war einsam, bevor du kamst. Deine Wohnung ist zu klein für ein junges Liebespaar und die Mama. Der Dottore möchte auch mit dir allein sein, oft. Vorrei che la mettessi un ricordo di tuo padre. Mama, ich werde dich in Italien besuchen, zusammen mit Robert. Spätestens im nächsten Sommer. Sì, sarebbe bello. Oh. Hier, Alter, bevor du dehydrierst. Ach, danke dir. Ja, Prost. Gut. Ciao. 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 So, und wenn's Maria doch ernst meint? Ach, die Ehe ist für Maria was Heiliges. Sowas wird nicht übers Knie gebrochen. Ja, normalerweise nicht. Aber sie hat ja nicht mehr viel Zeit. Und oh, wahrscheinlich ist sie einfach der Ansicht, dass Theresa und du wirklich ein Traumpaar seid. Sicher, Theresa und ich, wir mögen uns schon sehr. Ja, und ich bin auch verliebt in sie. Und eine angenehmere Schwiegermutter als Mama Lobefaro kann es ja wohl kaum geben. Ja. Vielleicht bin ich ja auch. Aber mein erstes Gefühl gestern war auch, Maria meint das ernst. Ja, ich könnte dich ja für ein paar Wochen bei uns im Heizungskeller in der Schule verstecken. Vielleicht wird ja mit der Zeit zwischen Theresa und mir wirklich was Ernstes, aber... Aber heiraten, ich weiß nicht. Na, ich weiß, das klingt blöd, aber... Vielleicht solltest du Maria einfach in dem Glauben lassen, dass du Theresa heiratest. Naja, scheiße, ich meine... Dann stirbt sie wenigstens glücklich. Nee, nee, Alter, das kann ich nicht. Blöde Situation. Und ich habe auch keinen Bock, da noch tiefer reinzurutschen. Und ich will auch Maria keine falschen Hoffnungen machen. Wie willst du das verhindern? Vielleicht sage ich einfach Maria klipp und klar, okay, ich liebe Theresa, aber ob ich sie heirate, weiß ich nicht. Tom, ich gehe jetzt los ins Reisebüro und mein Flugticket abholen. Okay. Hier, lies lieber das. Das sind interessante Fotos von San Francisco drin. Tom, ich muss los. Also, bis später, mein Süßer. Hm? Ja, ja, ist ja schon gut. Zu Hause darf ich. Ich mag's ja, wenn er sich so ziert. Tschüss, Kevin. Ciao. Du musst dich meinetwegen nicht zurücknehmen. Ich meine mit Kevin, du weißt das, ja? Einfach noch nicht so ganz auf die Reihe. Ich meine, einfach so ganz selbstverständlich mit einem Mann ein Paar zu sein. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir verdammt peinlich, für meinen schwul zu sein. Vor allem hier, wo mich jeder kennt. Und Kevin weiß das? Na klar, der ist ja nicht doof. Weißt du, ich schätze mal, für die meisten Schwulen ist es ein ganz schöner Hammer, zum ersten Mal so offen zu ihrer Homosexualität zu stehen. Aber auf Dauer führt da wohl kein Weg dran vorbei. Mann, wenn ich wenigstens selbst wüsste. Wenn Anna Kevin anbaggert, ja, dann berührt das Ding gleich null. Aber wenn ich mit Tinker zusammen bin, ich meine, das kribbelt schon irgendwie. Für Kevin ist es bestimmt nicht einfach, einen Freund zu haben, zu dem er nicht zärtlich sein darf, sobald jemand in der Nähe ist. Aber was soll ich denn machen? Ich fühle mich von Kevin unter Druck gesetzt. Das nervt. Lass dir Zeit und sprich mit Kevin ganz offen. Weil
Ansonsten sind Missverständnis und Frust vorprogrammiert. Hm? Il dottore, che bello! Ja, Maria, ich... Ich muss mich noch vielmals bedanken. Grazie infinite. Una festa così bella. Ja, das war es. Maria, bitte. Oh, mille grazie. Ich wäre auf jeden Fall noch zu Ihnen gekommen, in die Praxis. Schauen Sie mal, für meinen Dottore und meine Tita, für das schönste Paar unter der Sonne. Esagi, probieren Sie. Maria, das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber ich muss mit Ihnen reden. Oh, no. Erst essen, dann reden. Ah, sicuramente ho dimenticato qualcosa. Ma fa niente. Maria, lassen Sie das doch. Oh. Langsam, langsam. Komm. So, ist das öfters in letzter Zeit? Sì, sì. Molto spesso. Bei jeder kleinen Anstrengung, jeder Aufregung. Madonna. Maria, Sie müssen sich schonen. Sì, lo so, lo so. Es geht schon besser. Ja. Allora, parliamo. Sie wollten doch reden mit mir. Ja, das war nichts. Nichts Wichtiges. Jetzt verrenk dir nicht den Hals. Hi, Tom. Hi. Hi. Na? Schon Schule aus? Ja, Gott sei Dank. Wo hast du denn deinen Freund gelassen? Der muss noch was erledigen. Ich habe Michael gerade erzählt, wie klasse doch der gestrige Abend war. Doch, war nett. Wo habt ihr eigentlich so gut Billard spielen gelernt? Wir hatten auf unserem Frachter einen Billardtisch. Und es wackelt doch immer so. Da kann man doch nicht spielen. Genau das war ja die Kunst. Wir mussten bei der Berechnung des Stoßes den Wellengang mit einbeziehen. Gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt aber nach Seemannsgarn an. Auf jeden Fall fand ich es toll, dass ihr uns danach noch Fritz Fuchs eingeladen habt. Ja. Mann, du hättest Calvin um mich tanzen sehen müssen. Der kann sich so toll bewegen. Vielleicht gab es ja auf dem Frachter auch eine Tanzschule. Natürlich, das merkt man doch. Calvin hat Umgang mit Frauen. Wir haben auf dem Luxusliner gearbeitet. Da mussten wir mit alleinstehenden Frauen tanzen und plaudern. Und nachts musstet ihr mit den Frauen auch... Nee, Calvin war immer treu. Treu? Wem? Hat er eine Freundin? Eine? Es gab Häfen, da hat Calvin sich nicht mal von Bord getraut, weil über ein halbes Dutzend Mädels sehnsüchtig auf ihn wartete. Tom, jetzt mal ehrlich, was war denn da so? Was denn? No. Eure Freundin war doch bestimmt nicht begeistert davon, dass ihr ständig auf Reisen wart. Möchtest du was trinken, Tom? Ich komme gleich zur Theke, danke. Wo ist denn Calvin? War der schon im Reisebüro? Nee, der kauft noch ein paar Sachen ein und kommt dann hierher. Gut. Was macht Calvin denn im Reisebüro? Tja, er holt sein Flugticket ab. Er fliegt morgen nach San Francisco. Tut mir leid, Anna. Soll das in sein Besen-Techno? Hey, was du hier siehst, ist ein begnadeter Körper in Aktion. Oh, warte, warte, warte. Hallo, Kalle. Na? Voll in Action, was? Ich bin so froh, dass die Kinder mir helfen. Hier sah es aus. Ich habe ja gestern alles stehen und liegen lassen. Sophie und ich haben uns gedacht, wir helfen Mama ein bisschen. Das ist aber lieb von euch. Ja, es ist doch auch klar, Papa. Mama war völlig neben der Spur die letzten Tage. Na, das gibt sich wieder. Das ist doch normal, dass man mal eine schlechte Phase hat, schlecht drauf ist. Das kenne ich von mir. Dann habt ihr noch Stress mit mir. Erst der Brand in Ollis WG, dann die Versicherungskiste und dann wollt ihr auch noch mit Olli abhauen. Macht ihr da jetzt mal keine Vorwürfe. Ausgerechnet jetzt, wenn ihr Ärger habt. Es gibt immer ein Auf und Ab. Es gibt keine Ehe oder keine Beziehung, wo es nicht Ecken und Kanten gibt. Und das ist ganz normal und das ist auch gut so. Mama und ich, wir lieben uns. Macht euch da mal keine Sorgen. Hm? Sag mal,
Könntet ihr mir nicht einen Gefallen tun? Hm? Na klar, was denn? Könntet ihr heute Abend nicht mal ein bisschen ausgehen? Das hört sich ja gerade so an, als würdest du sturmfreie Bude haben wollen. Naja, sagen wir mal so, ich plane eine kleine Überraschung. Könnt man nicht noch ein paar Minütchen warten? Was weißt du, wann der endlich kommt? Ich muss nach Hause. Ach, bitte. Oh mein Gott, ist der wieder süß. Das nützt dir aber gar nichts. Du hast doch gehört, dass er morgen abreist. Hast du schon mal was davon gehört, Briefe zu schreiben? Oder vielleicht besuche ich ihn ja. Oder er besucht mich hier. Du bist hoffnungslos. Mensch, Maike, das zieh ich durch. Und wie sieht dein Einsatzplan aus? Ich muss ihn irgendwie rumkriegen, bevor er abreist. Ach, das klingt ja einfach. Du, für unseren letzten Abend habe ich mir überlegt, dass nur wir beide, du und ich... Hi, Kevin. Tag, Anna. Hallo, Maike. Ich habe gehört, du gehst nach San Francisco und machst dich dort selbstständig als Unterhalter für einsame Damen. Hä? Wie bitte? Tom hat vorhin erzählt, dass ihr auf Luxusdampfern gewisse Erfahrungen gemacht habt. Jetzt komm, wir müssen los. Sag mal, sollten wir heute Abend nicht gemeinsam ins Kino gehen? Ja, eigentlich wollten ja Tom und... Das ist gar keine schlechte Idee, finde ich. Warum eigentlich nicht? Okay, wenn ihr meint. Ja? Entschuldige, dass ich einfach so reinplatze, aber Zoe hat gesagt, du hättest im Moment keinen Patienten. Schön, dass du reinschaust. Mama klappert ein paar Geschäfte ab, auf der Suche nach Mitbringsel für Freunde. Da habe ich gedacht, ich schaue einfach bei dir rein. Wie soll das etwa heißen, dass sie jetzt alleine unterwegs ist? Mama war schon oft alleine einkaufen. Ja, natürlich. Das Fest für sie war toll. Sie war so ausgelassen und so fröhlich. Alleine dafür liebe ich dich. Robert, und das, was Mama gesagt hat mit Brautpaar und so. Ich erwarte wirklich keinen Heiratsantrag von dir. Wieso? Bin ich dir etwa nicht gut genug? Du weißt schon, wie ich das meine. Mama ist Sizilianerin und die reden immer vom Heiraten. Das ist wohl irgendwie vererbbar. Aha. Und du hast das nicht geerbt? Manches erbt man, manches nicht. Und was hast du geerbt? Die Leidenschaft der Sizilianerin, du Dummkopf. Mein Kunde war ein leidenschaftlicher Sammler von Werken des nationalsozialistischen Realismus. Ich sollte ihm ein garantiert echtes, von Adolf Hitler höchstpersönlich gemaltes Abbildnis von Eva Braun besorgen. Für mich überhaupt kein Problem. Das Gesicht der Lebensgefährtin des Führers war mir bekannt. Ich musste nur noch den Platz. Nach der Vorstellung möchte ich aber mit dir was allein unternehmen, ja? Na, können wir machen. Nobel. Professor Dr. Fritz Knobel. Ich bin der offizielle Kunstmaler des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und ich porträtiere im Auftrag der Staatsregierung in Öl die schönsten Frauen unseres schwäbischen Heimatlandes. Ich baggert mich an. Ich komme mal, was soll ich machen? Genieß es doch einfach. Sie sind so wunderschön. Außerdem stelle ich sie schweigend dar. So. Hätte ich mir meine Finger von Darm und Pinsel gelassen, dann wäre mir viel Ärger erspart geblieben. Zur gleichen Zeit nämlich wurde in Hamburg die Karin Zwurm, ein verrotteter alter Kahn aus Trockene, gelegt. Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Ein ebenso heruntergekommener Journalist namens Hermann Medier, unter großen finanziellen Opfern aus dem Nachlass des Reichsmarschalls Hermann Göring erworben hatte. Das phänomenale Vermarktungsgenie des Skandalreporters Villiers sollte mein bescheidenes künstlerisches Talent auf katastrophaler Weise zur vollen Entfaltung bringen. Also, wie ist der arme Ding jetzt, wo er ausholt, das kostet wieder ein Vermögen.
Setz dich hin. Kalle, ich rieche ja völlig nach Rauch und nach Küche. Ach, Papperlapapp. Jetzt wird sich erst mal hingesetzt. Romantisch. Fast wie damals am Balaton. Auf uns und auf die Romantik. Na, wollen wir noch ins Foxy? Du, Anna, eigentlich gern. Aber ich wollte mit Kevin eigentlich ein bisschen. Tom, komm noch mal. Die fahren noch mich fertig. Tom und ich müssen leider nach Hause. Klamotten packen und Ortrud will noch was wissen über Risco und so. Sorry. Schade, jetzt fliegt ihr schon morgen und jetzt haben wir uns gar nicht mehr richtig unterhalten können. Schau mich nicht so traurig an. Hm? Hättest du denn Lust? Ich meine, könnten wir uns mal schreiben? Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Dann könntest du mich auf dem Laufenden halten, was hier so passiert, was Tom so treibt. Ich werde aber nicht nur über Tom schreiben. Ja, ist klar. Komm, schreib mir deine Adresse auf deine Karte. Habe ich schon. Corinna, ich weiß, das Picknick hier ist vielleicht ein bisschen albern, aber... Nein, es ist süß. Ich hab's auch nur gemacht, weil ich dir eigentlich was sagen wollte. Ich liebe dich über alles. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, Corinna. Wir können doch noch so viel Schönes zusammen erleben. Das liegt doch nur an uns, dass wir nicht der Routine verfallen. Die Kinder sind auch bald weg. Und dann werden wir wieder viel Zeit für uns haben. Hm? Kalle. Ich weiß auch nicht, was im Moment mit mir los ist. Wir müssen ja auch nicht. Soll ich nicht wirklich mit zum Flughafen fahren? No. Ich hasse Abschiede. Ja, Abschied nehmen fällt immer ein bisschen schwer. Ihr seid so ein schönes Paar. Sie, una bella coppia. Ascolta, mia Tita, kannst du nicht ein bisschen nach einem Taxi sehen? Natürlich, Mama. Senta, Dottore, ich habe noch etwas auf dem Herzen, das ich nur Ihnen alleine sagen kann. Ich bin so froh, dass meine Tita sie hat. Ich habe Theresa auch wirklich sehr lieb. Das macht es mir leichter zu sterben. Adesso che so, dass sie sich um Theresa kümmern. Che lei si occuperà di Theresa, dass ihr beide heiraten werdet. Sie und Tita, sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Überrumpelt. Soll Eschenbach Maria diese letzte Hoffnung nehmen? Wie will er da wieder rauskommen? Im nächsten Marienhof.